den Transfer von Felix Mecher zu Borussia Dortmund, der am Montagabend ganz offiziell verkündet wurde. Jawohl. Und das ist natürlich ein Transfer, bei dem neben dem Sportlichen es einiges gibt, was es zu besprechen gibt um die Person Felix Mecher. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, gucken wir erstmal auf die sportliche Komponente. Und dieser Transfer, der sich jetzt schon länger angebahnt hat, ist mit einem saftigen Preisschild versehen von 30 Millionen Euro und mit der Maßgabe, zumindest einen Teil des Aufgabenfeldes zu übernehmen, das Jude Bellingham bis jetzt beackert hat. Stichwort André Schürrle, genauso nochmal und noch schlimmer. Ja. Denn auch hier habe ich das Gefühl, dass da der Wunschspieler vom Trainer, der ja auch damals Schürrle von Thomas Tuchel gewesen ist, geholt wurde für ein Preisschild, das mindestens 10 Millionen über der eigentlichen Vernunftgrenze liegt. So ist mein Eindruck. Du hast recht damit, dass er gekommen ist, um Jude Bellingham zu ersetzen oder zumindest ein Teil der Spieler zu sein, der diese Aufgabe antreten soll. Denn du wirst keinen Spieler finden, der Jude Bellingham adäquat in einer Person ersetzen kann und gleichzeitig für den BVB bezahlbar ist. Nee, das ist absolut richtig. Ich stimme dir zu, dass Felix Mecher überbezahlt ist. Also der Preis ist zu teuer, nicht sein Gehalt, das weiß ich nicht. Wobei das bei fast allen Fußballern wahrscheinlich nicht als überbezahlt gelten könnte. Du sagst 20 ist für dich der Cut-off-Point. Ja. Ich wäre sogar bereit, ein ganz bisschen über 20 zu gehen, aber halt nicht in Richtung 30, also das ist für mich definitiv drüber. Felix Mecher als Spieler ist jemand, der im letzten Drittel, ich glaube, das wird ganz klar sein Aufgabengebiet sein, und da ist er jemand, der, niemand kann Jude Bellingham 1:1 ersetzen, das geht nicht, weil Jude Bellingham ein Weltklasse-Spieler ist mit 19 Jahren, aber im letzten Drittel, glaube ich, kann Felix Mecher zumindest Teile davon übernehmen, was Jude Bellingham dort liegen gelassen hat. Selber jemand, der für sich selber nach dem Abschluss sucht, der aber auch ein Auge für seine Mitspieler hat, gerade im letzten Drittel, und der aus der Tiefe für Torgefahr sorgen kann. 3 Tore, 5 Vorlagen ist seine Bilanz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Das ist in Ordnung, absolut. Ich finde halt, auf einen Spieler zu gucken, der, wenn du seine Bundesliga-Minuten, die er insgesamt gespielt hat über die beiden Saisons hinweg, die er jetzt da ist bei VfL Wolfsburg, runterbrechen kannst auf 24 Spiele über 90 Minuten, also nicht mal eine volle Saison Bundesliga-Fußball. Dafür ist das Preisschild 30 Millionen schon einfach extrem happig. Also ich finde es wirklich am oberen Ende dessen, oder nee, es ist drüber. In meinen Augen ist es drüber. Das hat Potenzial zum absoluten Flop, einfach wegen dieses Preisschildes. Ja, und der Druck, der von Tag 1 sowohl auf dem Spieler als auch auf dem Verein drauf liegt, ist halt jetzt riesengroß, weil es da einfach für ein enormes Brennglas sorgt. Das Brennglas ist nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die andere Komponente, die wir gleich noch besprechen werden, also was neben dem Platz passiert ist und eine Rolle spielt, macht einfach den Transfer zu einem, wo Druck auf dem Kessel ist. Und Felix Mecher ist in den letzten Jahren einer der BVB-Spieler, die wahrscheinlich den schwersten neuen Start bei ihrem aktuellen Verein haben dürften. Du hast es angesprochen, letztes Drittel, gehe ich komplett mit. Das Ding ist halt in meinen Augen, da ist Julian Brandt auch schon super, super stark, und das ist das, was er sehr, sehr gut kann. Und wenn ich mir jetzt ein Mittelfeld vorstelle von zum Beispiel Emre Can, Felix Mecher und Julian Brandt, dann habe ich 2 Spieler, die eine Tendenz haben, sehr, sehr gerne im letzten Drittel aktiv zu sein. Mit Emre Can habe ich einen Spieler, der eine Tendenz hat, sehr tief zu stehen, gerne mal zwischen die Innenverteidiger zu fallen. Und dazwischen klafft ein ziemlich großes Loch. Ich finde, dem BVB fehlt mindestens noch ein Spieler, der als so eine Art Verbindungsstück zwischen Sechser und Abwehr und dem, was davor ist, dienen sollte. Also jemand, der dafür da ist, den Ball auch tatsächlich von da hinten, von der Abwehr, vom Sechserraum nach vorne zu tragen. Ja, dieses Loch, was du gerade angesprochen hast, war ja schon abgelaufen in der Saison, wenn Bellingham nicht auf dem Feld war, ein Riesenproblem beim BVB. Teilweise sogar mit ihm, weil irgendwann gesagt hat, hier vorne ist mein Bereich und den Rest könnt ihr mal so für euch machen. Und du hast gerade was Wichtiges gesagt, und zwar dieses, das progressive Spiel, und zwar im Sinne von Bälle nach vorne tragen oder eben Bälle mit progressiven Pässen nach vorne zu bringen. Also inwieweit beeinflusst du das Spiel deiner Mannschaft mit Bällen, die in Richtung des gegnerischen Tors gebracht werden? Ja? Also nicht Querpässe, ne, sondern wie viel kannst du da wirklich beitragen? Und da ist Felix Mecher kein Vergleich mit Jude Bellingham. Das war nicht seine Aufgabe in Wolfsburg. Das heißt nicht, dass er das nicht zwangsläufig nicht irgendwie lernen kann oder vielleicht auch schon in sich hat. Aber er hat es bis jetzt auf jeden Fall kein bisschen in diese Richtung gemacht oder gezeigt. Ja, und er ist ein, ich glaube auch, das ist die Frage immer,
Ist die Tatsache, dass ein Spieler etwas noch nicht gemacht hat bisher, ein Ausdruck dessen, dass es nicht kann oder dass es in der Rolle, die er bei seinem bisherigen Verein gespielt hat, nicht vorgesehen ist? Das ist immer eine Sache, die man abwägen muss, was dabei von beiden zutrifft. Und ich glaube, er ist ein großer Spieler, hat ein gutes physisches Profil, 1,90, ist kopfballstark, ist relativ stark in 1 gegen 1 Dribbling-Situationen. Und das sind so, also dieses physische Paket, die Fähigkeit, 1 gegen 1 Situationen auflösen zu können, sind Dinge, die tendenziell ja auch in einer tieferen Position weiterhelfen können. Und deswegen, ich möchte nicht ausschließen, dass er sich nicht noch in diese Rolle reinentwickeln kann, aber du zahlst halt jetzt ein Preisschild für einen Spieler, bei dem ein wesentlicher Teil der Gesamtaufgabe unklar ist, ob er ihn dir zufriedenstellend abliefern wird. Und für mich lässt es eigentlich nur den Schluss zu, dass normalerweise noch jemand für eine Achterposition kommen müsste, dessen Operationsbereich halt vielleicht eine Nummer tiefer ist, auf dem Feld gesehen. Bin ich auch absolut überzeugt von. Ich finde das alles, also ich könnte mir auch jetzt vorstellen, dass man irgendwie versucht, Emre Can nochmal zum tausendsten Mal in eine andere Rolle. Ich kann es mir vorstellen. Ich sage ja auch bewusst zum tausendsten Mal. Also wirklich. Aber es wundert mich schon ein bisschen, denn das Preisschild ist saftig und du gibst 30 Millionen aus und du löst kein Problem, das du hast damit. Weißt du? Du löst nicht wirklich ein Problem. Also du holst einen Spieler. Also du hast einen Spieler verloren und hast einen neuen dazugeholt. Also erstmal personell hast du was ersetzt. Okay, das ist auf dem Papier, steht das schon mal. Und ich finde schon, dass Felix Mecher sportlich Teil der Lösung sein kann, Jude Bellingham zu ersetzen. Aber eben nur der erste Teil. Und dafür, dass er eben nur eine Teillösung ist, finde ich, hat er extrem viel Geld gekostet. Ja. Fühlt sich für mich ganz klar an nach einem Wunschtransfer von Edin Terzic, wie ich gesagt habe. Klang ja jetzt auch medial durch, dass Edson Alvarez zum Beispiel ein Spieler war, den Sebastian Kehl sehr gerne beim BVB gesehen hätte, wo aber dann letztendlich auch Edin Terzic so ein bisschen den Daumen gesenkt hat. Mhm. Und für mich zeichnet sich gerade so ein Bild, dass die Transfergestaltung, auch die Frage von wer kommt und wer bleibt vielleicht auch, Stichwort Emre Can, Vertragsverlängerung, dass da Edin Terzic sehr, sehr viel Mitspracherecht genießt. Mhm. Und das kann im Hier und Jetzt für den aktuellen Trainer gut sein, aber das ist immer riskant, wenn du einen Kader baust nach den Vorstellungen eines Trainers, von dem man notwendigerweise nie ganz genau wissen kann, wie lange der eigentlich noch da ist. Ja, und man muss da wirklich aufpassen, dass man da nicht so, ich sag mal, BVB-besoffen ist gerade, im Sinne, man hat jemanden aus der eigenen Kurve und das ist natürlich der absolute Traum. Man will genau Simon als Trainer zu haben, aber die Gefahr, dass man nicht, ich sag mal, ein bisschen zu viel feuert und zu viele Zugeständnisse gibt und sagt, ja, wir machen den Kader genauso, wie du es willst, das ist natürlich immer gegeben, denn wir haben auch in anderen Formaten schon mal gesagt, Terzic ist so ein bisschen ein Trainer, der es immer wieder schafft, gute Läufe zu starten, viel zu punkten in kürzerer Zeit, aber dann auch immer wieder Downphasen hat. Und das gibt mir so ein leicht schwieriges Bauchgefühl im Sinne von, was macht man denn, wenn er da irgendwann nicht mehr so schnell wieder rauskommt und dann der Lauf eben nicht mehr kommt und du dann einen Kader hast, der vielleicht für ihn gebastelt ist und sonst zu niemandem passt. Aber das ist, glaube ich, genau, hinter dem der Trainer steht, aber vielleicht nicht in Gänze der Sportdirektor. Ja. Ob das dann vielleicht nicht doch so ist, dass Sebastian Kehl das am Ende auch mitträgt, das wissen wir ja nicht. Ist ja reine Spekulation, aber ist, glaube ich, mal wert, zumindest angemerkt zu werden. Ja. Also wie gesagt, wir sind sportlich einig, er ist kein unspannender Spieler. Ich glaube, wenn er 20 Millionen gekostet hätte, wären beide gesagt, klar, ist ein gutes Preisschild, aber das kann man mal machen. Ja. So, finde ich, sind wir jetzt in einem Preisbereich angekommen, der ganz klar für mich signalisiert, er soll und muss den Anspruch haben, von Anfang an mitzuhelfen, Leistungsträger sein. Und ob er dem gerecht werden kann, da habe ich zumindest auch so meine Restzweifel. Und wo das sportlich jetzt besprochen ist, können wir jetzt, glaube ich, übergehen zum wahrscheinlich schwierigeren Teil der Personalie Felix und Mecher. Genau. Also ich schließe mich dir an, das ist ein spannender Spieler. Und bevor wir jetzt in den zweiten Teil so ein bisschen reingleiten, oder ich würde es gerne einleiten mit dem Satz, ich bin absolut felsenfest davon überzeugt, dass Menschen zweite Chancen verdienen. Ich bin der Überzeugung, dass sie dritte Chancen verdienen. Und ich bin der Meinung, dass gerade junge Leute die Möglichkeit haben müssen, aus ihren Fehlern zu lernen und ich sage mal, besser zu werden und zu wachsen. That being said, noch ein Satz. Ja. Das ist kein Freifahrtschein für Borussia Dortmund. Und das ist mein Problem. Der Verein, der die Verpflichtung durchführt, ist das viel größere Problem für mich in dem Augenblick. Weil der Verein sich halt notwendigerweise die Frage stellen muss, ob die, also auch zu Recht gelobten Initiativen, die es im Verein, rund um den Verein gab, hinsichtlich Inklusion jeglicher Art und Weise, ob die wirklich ernst gemeint gewesen sind oder ob das nette, schöne Gesten sind, die im Zweifelsfall wenig kosten, solange sie bequem sind. Aber in dem Moment, wo ein sich bekennen zu diesem selber auch festgelegten Grundwertekodex sich schneidet mit den eigenen sportlichen Ambitionen, sagt man halt, ja, sorry,
dann müssen unsere Überzeugungen, unsere vermeintlichen eben zurückweichen hinter dem Projekt, dem Sportprojekt Borussia Dortmund. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand nicht mitbekommen hat oder jemand jetzt nicht weiß, worüber wir reden. Felix Mescher hat in der Vergangenheit mindestens zweimal auf seinem Instagram-Account Inhalte geteilt, die, und ich würde es direkt so sagen, ganz klar homophob und transphob sind und waren und nicht, wie gestern plötzlich das neue Wording war, interpretiert werden könnten. Da war nichts zu interpretieren. Also es war einmal ein geteilter Beitrag von Matt Walsh, der so ein ultra-rechter, erzkonservativer Media-Personality aus den USA ist. Und dann war es, das war glaube ich im Februar und jetzt im Juni, der ja der Pride Month gewesen ist, wurde eine Story gepostet von einem anderen Kanal, wo irgendwie auf der einen Seite Jesus und Gott war, auf der anderen Seite war Lucifer und unter Lucifer stand halt das Wort Pride aufgeschlüsselt in einzelne Wörter, die halt irgendwie negativ konnotiert sein sollen. Ja. Und wenn du sowas postest und das Wort Pride im Kontext zum Teufel setzt und das postest du zum Start des Pride Month, dann ist das kein Unfall, in den du reingestolpert bist, dann ist das schon ein kalkulierter Ausdruck einer gewissen Haltung und die ist nicht möglicherweise homophob interpretierbar, die ist homophob. End of story. Du hast gerade den Wertekodex des BVB schon mal angesprochen und es ist ja nicht so, dass der BVB sich einfach nur Inklusion und was nicht alles auf eine Fahne geschrieben hat und gesagt hat, das sind unsere Werte, sondern, das muss man ganz klar sagen, Borussia Dortmund hat sich in der Vergangenheit in den letzten Jahren aktiv engagiert und zwar auf in verschiedensten Arten und Weisen mit Aktionstagen und alles immer in Zusammenarbeit mit Betroffenen, also in meinen Augen wirklich eigentlich ein Vorbild gewesen für andere Vereine in der Bundesliga, was diese Arbeit betrifft. Und jetzt einen Spieler zu holen, mit dessen persönlichen Werten, das so eindeutig nicht übereinstimmt, ist, und das hast du ja gerade schon erklärt, warum, für mich einfach brutal schwierig. Und ich glaube, man muss sich nicht in die Tasche lügen. Es gibt viele, viele Spieler, glaube ich, wie es auch in der Gesellschaft allgemein viele, viele Menschen gibt. Deswegen ist es ja kein Ding, das dem Profifußball eigen wäre. Menschen, die ähnliche Überzeugungen halten und homophobe Denkmuster in sich tragen. Davon kann man ausgehen, dass es einige Profis gibt, die ähnlich denken. Der Unterschied ist aber, ob das im Privaten stattfindet und man davon nichts mitkriegt oder ob ein Spieler, der seine Plattform dafür nutzt, sowas zu verbreiten. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge, vor allem, weil der Wechsel zum BVB die Plattform, auf der Felix Mescher potenziell dieses Denken verbreiten kann, nochmal wächst und nochmal größer wird. Der BVB gibt seine eigene Plattform, ein bisschen Preis dafür, ganz klar. Und das ist. Aber ich glaube, unabhängig davon, dass ich dieses Gespräch, das es zwischen Watzke, dem e.V.-Präsidenten, ich glaube Luno und Mecher gegeben hat, wo dann diese beiden Herren, die auch selber keine Betroffenen sind, einfach nach einem Talk entschieden haben, nee, ist schon okay so, der Junge ist in Ordnung, der ist nicht homophob. Surprise, dass ein Spieler, dem ein sowohl sportlicher als auch wirtschaftlicher Quantensprung bevorsteht, dass der angesprochen auf eine möglicherweise entscheidende Frage, ob er diesen Wechsel kriegt oder nicht, genauso antwortet, wie es die Leute im Zweifelsfall hören wollen. Ich habe, weil du es gerade ansprichst, er hat sich ja jetzt, der Wechsel ist ja offiziell und im Zuge dessen wurde auf Plattformen des BVB natürlich auch seine ersten Statements veröffentlicht und auch zu diesem Thema und ich möchte gerne vorlesen. Ich glaube, dass einige Dinge aus dem Kontext gerissen wurden. Ich bin Christ, ich liebe alle Leute und diskriminiere niemanden. Ich hoffe, dass die Fans mir eine faire Chance geben, um mich kennenzulernen. Und was mir da fehlt, ist auch nur ein Millimeter der Distanzierung, der Entschuldigung, des Einräumens, dass das vielleicht Quatsch war und der ist kein bisschen da. Ich glaube halt ehrlicherweise, dass es auch nicht ehrlich gemeint gewesen wäre. Ich glaube, es ist ja schön gewesen, aber ich glaube, das Problem ist, aus Spielersicht auch nicht, dass er grundsätzlich so denkt, sondern den Fehler gemacht hat, das Denken öffentlich preiszugeben. Und ich glaube, es wird sicherlich zwischen dem Verein und dem Spieler eine ganz klare Übereinkunft geben, dass sowas nie wieder vorkommen soll auf seinen öffentlichen Kanälen. Ich glaube, da gibt es vielleicht sogar eine vertragliche Abmachung, dass es eine Deckelung gibt, dass der Spieler auch klar kommuniziert bekommen hat, sowas geht nicht, während du bei uns unter Vertrag stehst. Aber ich kann Leute verstehen, die sagen, oder die als auch BVB-Fans auch enttäuscht davon sind, dass der Verein diesen Spieler verpflichtet, weil es eben das Signal setzt, dass im Zweifelsfall sportliche Ambitionen vermeintlich grundsätzliche Überzeugungen trumpfen können. Es ist für mich so, dass du neben homosexuellen, transsexuellen BVB-Fans, die du mit diesem Transfer vor den Kopf stößt,
es ja auch Leute gibt, beim BVB gibt es Antidiskriminierungsabteilungen, da gibt es diverse Leute, die im Verein seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit leisten und denen du, sorry für die Begrifflichkeit, in meinen Augen dermaßen auf den Schreibtisch kackst damit jetzt gerade. Und für mich hat der BVB ein großes Eigentor geschossen, denn man hat gezeigt, dass diese Werte nur so lange was wert sind, wie sie nicht deinem sportlichen Erfolg im Weg stehen, vermeintlich im Weg stehen. Wir wissen überhaupt nicht, dass es so ist. In meinen Augen schwierige Entscheidung. Du hast es eben schon angerissen. Ich möchte es auch noch von meiner Seite aus sagen. Du hast ja gesagt, zweite Chancen, dritte Chancen. Glaube daran, dass Menschen sich auch ändern können. Ich möchte da nur nachreichen. Meine grundsätzliche Haltung ist sowieso, du wirst, egal mit wem du sprichst, du wirst immer Menschen treffen, wo, wenn du ihren gesamten Wertekanon einmal durchleuchtest, du auf irgendwas stößt, wo du sagst, finde ich ein bisschen weird, dem stimme ich nicht zu, sehe ich anders. Und deswegen ist mir persönlich wichtig zu sagen, ich glaube immer noch grundsätzlich daran, dass abstrakte politische, ideologische Überzeugungen im Alltag der meisten Menschen eine relativ geringfügige Rolle spielen. Und für mich deswegen im Zweifelsfall oft wichtiger ist, wie lebt ein Mensch seinen Alltag und wie ist der Mensch in diesem Alltag? Ist er rücksichtsvoll? Ja. Ist er freundlich? Ist er empathisch im Umgang mit anderen? Das ist für mich oft wichtiger als das, was jemand als irgendeine Art von theoretischen Gedanken im Kopf trägt. Und das Zweite ist... Dazu ganz kurz, aber das ist er in dem Augenblick ja nicht mehr, wo er solche Postings veröffentlicht. Genau, es ändert, genau, das ist richtig. In dem Moment, wo er sowas postet, geht er damit in einen aktiven Bereich, weil er damit auch diesen Meinungen irgendwo in der Legitimation gibt. Ja. Er legitimiert sich von anderen Leuten, weil es gibt auch Leute, die sich dann durch solche Postings bestärkt in ihrer eigenen Homophobie fühlen und das nutzen als Ventil oder als Auftrieb, um mit mehr Selbstbewusstsein ihre eigenen Meinungen derart zu vertreten. Das Zweite ist, Leute sagen, das ist kein Junge mehr, der ist 22, ist ein erwachsener Mann, man muss das nicht alles kleinreden, bagatellisieren, und ich stimme da auch zu. Ich glaube nur, wenn man selber vielleicht 22 ist, dann glaubt man natürlich in dem Moment nicht, dass die Überzeugung, die man da hat, in 5 Jahren alle hinfällig sind, weil man ist ja, man handelt ja immer im Hier und Jetzt in dem Glauben, dass man an das Richtige glaubt. Das ist ja so. Ja. Jeder ist überzeugt, also Leute denken ja nicht von sich selbst, ich bin böse, sondern sind ja überzeugt davon, dass sie die richtigen Haltungen in sich tragen. Und das kann auch mit 22 sich noch ändern. Wenn ich darauf schaue, mit heute jetzt vielen Jahren Abstand, wie ich Anfang 20 gedacht habe, gibt es viele Themen, in denen ich mich nahezu um 180 Grad gedreht habe von meinen Haltungen. Und das ist zumindest, auch wenn das Ganze sich ein bisschen sektenartig anfühlt hier und da und das vielleicht ein bisschen schwieriger macht, eine potenzielle Entwicklung, die ich auch Felix und Mecher zugestehen möchte, dass sein 22-jähriges Ich nicht final der Mensch ist, der auf ewig sein muss. Und das ist ja ziemlich genau das, was ich auch versucht habe zu sagen. Felix Mecher hat eine Überzeugung, die in meinen Augen katastrophal ist. Den großen Fehler macht aber Borussia Dortmund. Denn es ist kein Spieler, den du sportlich verpflichten musst. Das ist kein Transfer, wo wir uns alle die Hände vom Kopf zusammenschlagen, wenn die Felix Mecher nicht holen in dieser Saison. Und das ist für mich der große Punkt. Ich nehme da vor allem den BVB in die Kritik. Und man hat da in meinen Augen sich selbst ein bisschen verraten. Hat man, und dafür gesorgt, dass man jetzt schon einen Transfer getätigt hat, der, wenn er in die Hose geht, dann, also für die Häme wird gesorgt sein. Das ist ganz klar, weil das ist einer der Transfers, wo, es wird kaum einen Bundesliga-Transfer geben, auf dem so viel Brennglas drauf sein wird zur neuen Saison, wie auf dem Wechsel von Felix Mecher zu Borussia Dortmund. Wir schauen uns das an. Yes. Und kehren uns an der Stelle, glaube ich, raus, sagen euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Abonnieren. Abonnieren. Und ja, mehr haben wir eigentlich nicht, oder? Nö. Macht's gut. Ciao, ciao.